8. Januar 1945. Die Abteilung hat einsatzbereit 20 Panther, drei Panzerjäger. Die Kompanien treffen bei Tagesanbruch auf ihrem Marsch von Bergzabern über Oberotterbach, Rechtenbach, Schweigen, Weißenburg vor Schleital ein. Bei Erkundung des der Abteilung durch die Division zugewiesenen Raumes zum Unterziehen der Fahrzeuge im Wald nördlich Schleital. Fährt der Ordonnanzoffizier Sieber mit seinem Volkswagen auf eine Minsperre, die die Amerikaner vorher dort angelegt hatten? Dabei wird der Oberfenrich Sieber tödlich verwundet. Die vor Schleital stehenden Panzer der Abteilung ziehen daher für den Tag in der Ortschaft selbst gegen Fliegersicht gedeckt unter. Am Abend kehrt der Kommandeur von einer Besprechung von der Division zurück und gibt den Kompaniechefs den Befehl zum Angriff am 9.01.45 im Raume westlich Niederrödern bekannt. 9. Januar 1945. Die Kompanien marschieren hier zum Laufe der Nacht über Salmbach, Oberlauterbach, Winzenbach, Schaffhausen bis an den Osteingang von Niederrödern. Der Kommandeur gibt gegen 34 in Schaffhausen, nachdem die Abteilung der gepanzerten Kampfgruppe Major Hus Führer des Panzergrenadierregiments 119 unterstellt worden ist, den Kompaniechefs die letzten Befehle zur Durchführung des Angriffes. Zur Abteilung war am 8. Januar 45 eine aus 14 Flammpanzern 38 bestehende Flammpanzerkompanie getreten und ihr in jeder Hinsicht unterstellt worden. Führer der Kompanie, Leutnant Ritter. Bei Tagesanbruch des 9. Januar 45 Ziehen die Panzer der Abteilung fliegergedeckt in Niederrödern unter. Kurz nach 9 Uhr werden die Einheiten alarmiert und beschleunigt der Abmarsch in den Wald südlich Niederrödern zur Bereitstellung der Abteilung zum Angriff im Zuge der Straße Sels hatten befohlen. Gegen 10 Uhr spricht General Burmeister zum letzten Mal mit dem Abteilungskommandeur. Gegen 10.30 Uhr fährt die Abteilung bis an den Westrand. Des südlich Niederrödern gelegenen Hattener Waldes vor und gliedert sich dort in einem kurzen Aufmarsch halt zum Angriff. Am frühen Morgen war die Panzerjägerabteilung 25 mit zwei sturmgeschützten Kompanien aus dem Hattener Wald heraus mit Infanterieunterstützung zum Angriff auf Hatten angetreten und war nach Verlust eines Großteils ihrer eingesetzten Fahrzeuge im übermächtigen Feindfeuer zusammengeschlagen worden. Der Angriff der Panzergranadiere war vor den Bunkern der Maginotlinie liegen geblieben. Nach kurzem Feuerschlag mit allen Rohren der Abteilung auf die erkannten Feindziele längs der HKL der Maginotlinie tritt die Abteilung in breiter Front aus dem Hattener Wald heraus zum Angriff an. Die Führung der Abteilung auf dem Gefechtsfeld wird dadurch ernstlich gefährdet, dass ein ordnungsgemäßer Funkverkehr innerhalb der Abteilung nicht zustande kommt, da bei den soeben ankommenden neuen Panzern keine Möglichkeit zum Eichen der Geräte und ihrer Abstimmung bestanden hatte. Die Abteilung hielt den Auftrag, nördlich des Aschbruchwaldes entlang südlich Hatten und südlich Rittershofen vorbei vorzustoßen und das Dorf Kühlendorf zu nehmen. Vorwärts traten die erste Kompanie rechts mit dem Auftrage der Sicherung und der rechten Flanke gegen die Ortschaften Hatten und Rittershofen, die zweite Kompanie in der Mitte hinter der ersten Kompanie, die dritte Kompanie und links mit dem Auftrag zur Sicherung der linken Flanke gegen den Waldrand, die vierte Kompanie zum an. Von der Abteilung waren eingesetzt, starb ein Befehlspanzer, fünf. Erste Kompanie 5 Panzer 5, 2. Kompanie 5 Panzer 5, dritte Kompanie 8 Panzer 5, zusammen 18 Panther, von der vierten Kompanie 3 Panzerjäger. Die Flammenpanzerkompanie trat mit 6 Flammenpanzern 38T an. Infolge des fast völligen Ausfalls aller Funkgeräte wurde die Abteilung und die Kompanie fast ausschließlich durch das persönliche Beispiel des Abteilung Kommandeurs und der Kompaniechefs geführt. Im raschen Vorstoß gelang es die HKL der Marginollinie längs der ersten Bunkerlinie zwischen der Eisenbahn Hatten, Niederrödern und der Straße Selz-Hatten zu durchstoßen. Dabei wurde der an der Straßengabel Förstfeld Hatten-Selz-Hatten beim Forsthaus Esch gelegene Kampfbunker von Flammenpanzern ausgeräuchert, sodass sich die Besatzung ergab. Die Panzer der ersten Kompanie kämpften kleinere Bunker und Kampfstände, die im Angriffsbereich lagen, nieder. Die zweite Kompanie bekämpfte mit guter Wirkung in der linken Flanke auftretende Ziele. So wurde von Oberleutnant Höcker, der Bunker bei Höhe 152 hart ostwärts hatten, durch Schadenbeschuss bekämpft und seine Waffen außer Gefecht gesetzt. Vom gleichen Panzer ein vor dem Ortsrand eingegrabener Feindpanzer. Vom Typ Sherman in Brand geschossen und vernichtet, sowie weitere Bunker und Kampfstände niedergekämpft. Im fortschreitenden Angriff südlich hatten vorbei, werden von Panzern der 1. und dritten Kompanie Pax am Waldrand niedergekämpft. Stabsfeldwebel Schulze, 1. Kompanie, schoss mit seinem Panzer einen Sherman ab. Gleichfalls gelang es Leutnant Lutz, 1. Kompanie, und Unteroffizier Steinbach, 3. Kompanie, hier einen weiteren Feindpanzer vom Typ Sherman abzuschießen. Verlauf des Angriffes, der an Hatten vorbei, dann die Bahnlinie überquerend in Richtung auf Niederbetschdorf vorgetragen wurde, verstärkte sich das feindliche Artilleriefeuer und das Feuer von Feindpacks und Feindpanzern immer mehr, so dass der Reihe nach die Fahrzeuge mit Schäden aller Art zum Teil bewegungsunfähig ausfielen. Der Abteilungskommandeur war gegen 15.30 Uhr zuletzt mit etwa Fünf Panzern bis 300 Meter an den Südrand von Rittershofen vorgestoßen. Der Feind schoss mit Packs und Panzern aus Rittershofen heraus, aus dem Gelände zwischen Rittershofen und dem Walde und flakierend aus dem Waldrand heraus auf die wenigen noch übrig gebliebenen Panzer. Da gab Hauptmann ahnd gegen 15.45 Uhr durch Funk den Befehl, in Hatten zu sammeln. 15.50 Uhr setzte er einen letzten Funkspruch mit dem Befehl am Westrand von Hatten mit allen Wagen zu sammeln ab. Die nachstoßenden Wagen setzten daraufhin nach Hatten zurück, während es Hauptmann Arndt mit den vordersten Panzern mit Ausnahme von Leutnant Feil nicht mehr gelang sich vom Feinde zu lösen. Die letzten vier Panzer der Abteilung die am weitesten nach Westen vorgestoßen waren, wurden dicht südostwärts Riddershofen von Feinpacks und Feinpanzern abgeschossen und vernichtet. Darunter auch Hauptmann Arndt, bei dem der Enno der Abteilung Leutnant zu Stege mitfuhr. Einzelne Angehörige der Besatzung konnten aus den in Brand geratenen Panzern ausbooten und wollten dem wütenden Feindfeuer durch Flucht in dem von Feind besetzten Wald entgehen, was ihnen anscheinend unbekannt war. Der schwer verwundete Obergefreite Novak, 2. Kompanie, kroch schwer verwundet in einen Graben zur Ausgangsstellung im Hattner Wald zurück. Er hatte die in den Wald hinüberlaufenden und ausgebotenen Angehörigen der Abteilung gesehen und gesprochen. Der Kommandeur war nicht darunter. Außerdem waren in ihren Panzern Leutnant Möhring, 2. Kompanie und Leutnant Stachelscheid, Vierte Kompanie gefallen. Sechs Panzer V und zwei Panzerjäger. Waren vom Feinde abgeschossen und durch Brand vernichtet. Drei weitere Panzer 5 bergefähig auf dem Gefechtsfeld liegen geblieben. Sechs Panzer 5 mussten zur Instandsetzung zurückgezogen werden. Am Abend des 9. Januar sammelten sich noch fünf einsatzbereite Panther und ein Panzerjäger, die zur Sicherung des inzwischen von Flammpanzern und von auf SPW aufgesessenen Grenadieren genommenen Ortsteil von Hatten eingesetzt wurden. Es war gelungen, den Südteil von Hatten südlich der Kirche und den Ostteil von Hatten ostwärts der Kirche zu nehmen, während der Westteil der Ortschaft fest in der Hand des Feindes blieb. Unterstützt wurde die 25. Panzergrenadierdivision durch einen gleichzeitig auf den Nordrand von Hatten angesetzten und vorgetragenen Angriff der 21. Panzerdivision. Der in Hatten zur Zeit anwesende Dienstälteste Offizier der Division Gleichzeitig Kampfgruppenkommandeur Major Hus übertrug die Führung der Abteilung an Hauptmann Töpfer, Kompaniechef, erste Kompanie. Gesamtpersonalverluste außer den schon genannten Offizieren: Leutnant Lutz, erste Kompanie durch Granatsplitter verwundet; zwei Unteroffiziere und fünf Mannschaften verwundet; vier Unteroffiziere und zwölf Mannschaften vermisst; fünf Unteroffiziere und drei Mannschaften gefallen. 10. Januar 1945. Die Abteilung hat Einsatzbereit acht Panther, ein Panzerjäger, ein Sherman, zwei Flammpanzer. Am frühen Morgen stößt der Feind mit sechs Panzern vom Typ Sherman von Südwesten auf den Südrand von Hatten vor. Stabsfeldwebel Schulze, erste Kompanie, gelingt es, einen dieser sechs Wagen in Brand zu schießen und zu vernichten, worauf die übrigen fünf Feindpanzer abdrehen. Im Laufe der Nacht zum 10. Waren die in Hatten eingesetzten Kampfgruppen durch zwei Panzer 5 der zweiten Kompanie, die am erst nicht im Einsatz gewesen waren und aus der Instandsetzung kamen, unter Führung von Leutnant Lacheschmidt Schmidt verstärkt worden? Nachmittags gegen 16 Uhr, Gegenangriffe der Amerikaner auf Hatten und südwestliche Richtung, unterstützt durch fünf Schermenpanzer. Die Abteilung mit elf einsatzbereiten Wagen hatte den Auftrag, sich bis 16.30 Uhr am Westrand des Südteils des Dorfes hatten, zusammen mit einer Kompanie Panzergrenadieren zum Angriff auf Rittershofen bereitzustellen. Dazu wurden der Abteilung fünf Sturmgeschütze und fünf Panzerjäger, der Panzerjägerabteilung 220 unterstellt. Während der Bereitstellung erfolgte der Gegenangriff der Amerikaner. Zur gleichen Zeit griff der Feind von Shermans unterstützt den Nordrand von Hatten an. Zur Abwehr der von Nordwesten angreifenden feindlichen Panzer erhielt der Abteilungsführer den Auftrag, mit vier Panzern 5 Hatten ostwärts umfahrend die Feindpanzer nördlich Hatten abzuwehren. Der auf 16.30 Uhr eingesetzte Angriff wurde abgeblasen und die restlichen Panzer der Abteilung als Ortssicherung am Südrand von Hatten eingesetzt. Infolge der hereinbrechenden Dunkelheit gelang es den vier Panzer 5 trotz eifrigstem Suchen nördlich von Hatten nicht, die Feindpanzer aufzuspüren. Sie wurden um 19 Uhr durch Funkspruch in den Südteil von Hatten zurückbefohlen. Bei diesem Unternehmen fielen zwei Panzer 5 in den Obstgärten von Hatten durch Beschädigung an der Kanone aus. In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar bekam der Abteilungsführer um 0:20 Uhr den Befehl, um 5 Uhr als linke Kampfgruppe der Division von der Straße Bühl hatten als Bereitstellungsraum Rittershofen anzugreifen. Eingesetzte Panzer 5 neun Stück. Gliederung zum Angriff, Panzerabteilung 5 in breiter Front voraus. Dahinter dicht folgend auf SPW aufgesessene erste Kompanie Panzergrenadierregiment 119. Rechts von dieser Kampfgruppe im unmittelbaren Anschluss greift die Kampfgruppe Major Hus an. Auftrag, mit Morgengrauen in Rittershofen einzubrechen, den Ortsteil zu nehmen und das Dorf zu halten. 11. Januar 1945. Um 4 Uhr erfolgte die Befehlsausgabe durch den Divisionskommandeur in Hatten. Um 3 Uhr zogen die Panzer unter Führung von Leutnant Pfeil vom Südteil Hatten durch Hatten durch in den Bereitstellungsraum nördlich Hatten, westlich der Straße Hattenbühl. Beim Durchziehen durch Hatten wurde in Gegenkirche Hatten der Panzer des Leutnant Feil durch Ofenrohr bewegungsunfähig geschossen. Zum Bergen des abgeschossenen Panzers blieben zwei Panzer 5 zurück, sodass die Abteilung mit fünf Wagen sich bereitstellte. Ein Wagen hatte noch Kanonenschaden. Auf dem Bereitstellungsraum lag feindliches Artillerie-Störfeuer, das jedoch keine Verluste verursachte. Kurz nach Antreten aus dem Bereitstellungsraum fuhren sich drei Panzer V infolge Geländeschwierigkeiten fest, wurden jedoch durch nachfolgende flott gemacht und folgten der Angriffsgruppe und erreichten sie auf halbem Wege hatten Rittershofen. Nach Einbruch der Infanterie in das Dorf übernehmen die Panzer am Ortsrand Richtung Hofen die Sicherung gegen Feinpanzer. Leutnant Lachenschmied schoss hierbei zwei Shermans ab. Die Abteilung hatte für die Sicherung noch drei einsatzbereite Panzer 5 zur Verfügung, von denen einer im Laufe des Tages durch Treffer auf die Kanone ausfiel. Gegen Abend trifft der nach mehrwöchiger Lazarettzeit von einer Gelbsucht genesene Abteilungsadjutant Oberleutnant Leibenfrost auf dem Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern ein und fährt am gleichen Abend mit dem Versorgungs-SPW der Abteilung nach Hatten. Um sich dort beim stellvertretenden Abteilungsführer, Hauptmann Töpfer, zurückzumelden. Am 12. Januar nachmittags kehrt er nach Niederrödern zurück und übernimmt von Oberleutnant Höcker, der nach Ausfall des Kommandeurs die Adjutantengeschäfte wie übernommen hatte, die Führung der Adjutantengeschäfte. 12. Januar 1945, Abteilung hat einsatzbereit sechs Panzer, ein Panzerjäger, ein Sherman, ein Flakpanzer, drei Flammpanzer. Sicherung des Ortsrandes von Hatten nach Hofen. Abwehr eines feindlichen Gegenangriffes am Spätnachmittag. Abends in Maßschätzung des noch in Hatten stehenden einsatzbereiten Chefpanzers der ersten Kompanie nach Rittershofen sowie in Maßschätzung von Leutnant Görbing mit einem Panzerjäger und Leutnant Weig mit einem Panzer 5 von Niederröder nach Rittershofen. Am Abend fahren zwei nicht einsatzbereite Panzer V unter Führung von Leutnant Lachenschmidt nach Rittershofen zurück. Der Wagen von Ufz Stiegler, dritte Kompanie, wird abgeschossen, Kommandant gefallen. 13. Januar 1945. Rückkehr von Hauptmann Töpfer aus Rittershofen. Sicherung und Abwehr von feindlichen Gegenangriffen seit 7.30 Uhr dabei Einsatz eines Panzer V und eines Sturmgeschützes im Dorf auf der Straße von Hofen nach Süden gegen die auf der Straße von Kühlendorf nach Rittershofen hineingeführten Schirmen. Leutnant Görbing schoss hierbei im Straßenkampf zwei Schirmen ab. Leutnant Weig wurde im Straßenkampf durch Ofenruhr abgeschossen und brannte aus. Zwei Mann der Besatzung verwundet. Am Abend um 21 Uhr wurden drei Flammpanzer in Verbindung mit Sturmgeschützen der Panzerjägerabteilung 25 gegen den Westeingang von Rittershofen eingesetzt. Zur gleichen Zeit wurden zwei weitere Flammpanzer von Osten her zur Säuberung einer Straße eingesetzt. Bei dem Einsatz des Westeinganges von Rittershofen gingen zwei Flammpanzer durch Pack verloren. Ebenfalls wurde das begleitende Sturmgeschütz abgeschossen. Dabei fielen zwei Mann der Besatzung. Die von Osten her eingesetzten Flammpanzer kamen 500 Meter in den Ort hinein. Dabei fuhr der erste Flammpanzer auf eine Mine und blieb bewegungsunfähig liegen. Der zweite Flammpanzer wurde durch Nahkampfmittel am Leitrad beschädigt und musste zurück. Der neue Abteilungsführer, Hauptmann Schulz, trifft gegen Abend. Beim Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern ein. Ortsunterkünfte der Abteilung am 10. Januar 1945. Abteilungsgefechtsstand in Niederrödern. Vorgeschobene Staffel in Schaffhausen. Versorgungskompanie ohne Verwaltungsteil und ohne Kompanie in Neweiler. Verwaltungsstaffel bei der Versorgungskompanie und erste bis vierte Kompanie in Berg. Nordostwärts Lauderburg. 14. Januar 1945. Abteilung hat einsatzbereit: zwei Panther, ein Panzerjäger, ein Sherman, ein Flammpanzer und ein Flakpanzer. Nachdem Hauptmann-Töpfer am 12. Januar auf Befehl des Divisionskommandeurs von Rittershofen nach Niederrödern zurückgekehrt war, wurde Leutnant Lachenschmidt die Führung, der noch im Raum von Rittershofen Eingesetzten Panzer übertragen. Am 14. Januar waren Rittershofen noch eingesetzt: ein Panzer 5 unter Leutnant Lachenschmidt, ein Panzer 5 unter Unteroffizier Schneppenhorst, ein Panzer 5 unter Unteroffizier Strauß, dritte Kompanie, ein Panzerjäger unter Leutnant Görbing. Auftrag der Wagen am 14. Januar 1945, Sicherung der Nordausgänge von Rittershofen unter in der Ortsmitte, die noch vom Feind besetzt war, führende Straßen. Am ganzen Tage heftiger wechselseitiger Feuerkampf zwischen Pax und Sherman auf der einen und den Panzern der Abteilung auf der anderen Seite. Durch Treffer auf die Walzenblende mit dem amerikanischen Ofenrohr Bazooka fällt der Panzer von Ufts Schneppen Horst aus. Während der Wagen von Leutnant Langenschmidt durch zwei Granatwerfer Volltreffer beschädigt wird. Und Offizier Straub von der dritten Kompanie fällt durch Granatsplitter einer Sprenggranate. Dieser Panzer fiel im Laufe des Nachmittags mit technischen Schäden aus. Nachdem am 14. Januar ebenfalls alle in Rittershofen eingesetzten Panther durch Feindeinwirkung ausgefallen und instandsetzungsbedürftig geworden waren, gab die Division den Befehl, die Wagen nach Niederrödern zurückzuziehen. Leutnant Görbing blieb mit seinem Jäger. Noch bis zum 15. Januar im Rittershofen im Einsatz, bis auch sein Wagen durch Feindbeschuss ausfiel und am 15. Januar aus Rittershofen abgeschleppt wurde. Schwerpunkt der dem stellvertretenden Abteilungsführer von der Division übertragenen Auftrages ist die beschleunigte Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft der Abteilung und damit die beschleunigte Instandsetzung der Fahrzeuge. Am 10. Januar hatte Assistenzarzt Knödelmeier beim Divisionskommandeur den Befehl erhalten, in Zusammenarbeit mit Oberarzt Dietrich, Regimentsarzt panzergrenadierregiment 35, in Rittershofen einen Truppenverbandsplatz einzurichten und den SAN-SPW der Abteilung zum Abtransport von Verwundeten einzusetzen. 15. Januar 1945 Nach Herauslösung der eingesetzten Panzer der Abteilung aus dem Einsatz. Hat der Abteilungsgefechtsstand von Niederrödern nach Schaffhausen verlegt. Der Abteilungsführer besucht die Werkstätten und veranlasst die beschleunigte Wiederherstellung der Schäden an den ausgefallenen Panzern. Durchführung der Instandsetzung der ausgefallenen Panzer. Die Division gibt den Befehl, alle aus der Instandsetzung kommenden Panzer in Schaffhausen zu sammeln. 17. Januar 1945. Abteilung hat einsatzbereit fünf Panther. Ein Schaman, ein Flakpanzer, ein Flammpanzer. Da die Feindangriffe von Süden her auf Hatten ständig fortgesetzt werden, hält die Abteilung Befehl, mit zwei einsatzbereiten Panthern die Sicherung des ostwärts von Hatten gelegenen Waldrandes gegen auftretende Feindpanzer zu sichern. Beim Vorziehen in die befohlene Feuerstellung bekommt Leutnant Gattermeier von dem Abteilungskommandeur des 35. Regimentes den Befehl, bis an den Südrand von Hatten vorzuziehen und dort in Stellung zu gehen. Beim Vorfahren geraten die Panzer in das Feuer feindlicher Paks und werden dabei abgeschossen. Leutnant Gattermeier wird verwundet. 19. Januar 1945. Der Reihe nach treffen in der Werkstatt fertiggestellte Panzer im Raum von Schaffenhausen ein, und ziehen dort Flieger getarnt unter. Abends findet im Abteilungsgefechtsstand eine Offiziersbesprechung statt. Besonderen Nachdruck legt der Kommandeur auf beschleunigte Zuführung der in Stand gesetzten Panzer, die aus der Werkstatt kommen. 20. Januar 1945. Die Abteilung hat einsatzbereit drei Panther, vier Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein Panzer IV und ein Flammpanzer. Im Laufe des Vormittags Hauptmann Rostock von der Führerreserve Bad Dürheim bei der Abteilung ein. 21. Januar 1945. Vormittags gegen 11 Uhr besucht der Divisionskommandeur die Abteilung auf dem Gefechtsstand in Schaffhausen und spricht zu den versammelten Offizieren. Dabei wird Hauptmann Rostock zum Abteilungsführer der Panzerabteilung 5 ernannt während der zur Verwendung als Kompanieführer versetzte Hauptmann Schulz als Kompaniechef die Führung der dritten Kompanie übernimmt. In den späten Abendstunden trifft bei der Abteilung von der Division der Befehl ein, dem sie nach Westen und Südwesten absetzenden Feind im Verfolgungsmarsch zu folgen und in seine Absetzbewegung hineinzustoßen. Gegen 23.30 Uhr wird bei der Division der Befehl zum Vormarsch ausgegeben. Dabei wird die Abteilung der gepanzerten Gruppe Hus unterstellt. Eine Panzergranadierkompanie sitzt auf den Panzern der Abteilung auf. 22. Januar 1945 Gegen 1 Uhr treten aus Niederrödern an 5 Panzer 5, 4 Panzerjäger, ein Panzer 4 und 5 Flammpanzer. Die Führung der Kampfgruppe übernimmt Hauptmann Schulz, der mit dem Abteilungskommandeur die Verbindung mit Major Hus, in Rittershofen herstellt. Weitermarsch ab Rittershofen gegen 9 Uhr über Kühlendorf nach Hohwiller. Nach kurzer Rast in Hohwiller weitermarsch nach Reimerswiller und nach Surburg. Hier wird eine kurze Marschpause eingelegt, um die Aufklärungsergebnisse der von der Panzeraufklärungsabteilung 25 in dem Raum Grundstadt, Biblisheim, Walburg, Eschbach, vorgetriebene Volkswagen-Spättrupps abzuwarten. Gegen 13 Uhr tritt die Gruppe Hus aus Surburg auf der Straße nach Süden, also Hagenau, an und erreicht mit vordersten Teilen im Punkt 169 nach Westen abbiegend über Walburg Ersbach. Die Kampfgruppe der Abteilung wird Ostwärts des Bahnhofes Walburg durch Divisionsbefehl angehalten. Der Befehl wird mit Schwierigkeiten in der Betriebsstoffversorgung begründet. Tatsächlich war die Betriebsstoffversorgung infolge von Sparmaßnahmen in den letzten Wochen immer schwieriger geworden. Zudem hatte man mit der Möglichkeit einer Absetzbewegung des Feindes nicht im entferntesten gerechnet, so die für eine Verfolgung für eine gepanzerte Kampfgruppe erforderlichen Betriebsstoffmengen nicht verfügbar waren. Noch am gleichen Tage wurde von der Division motorisierte Aufklärung gegen den Modeabschnitt angesetzt und vorgetrieben. Dabei kamen die Spähtrupps erstmalig im Raume des dem Modeabschnitt vorgelagerten Forsthauses Zinzell mit Gefechtsvorposten des Feindes in Kampfberührung. Die Gefechtsvorposten wurden auf den Modeabschnitt zurückgeworfen. Die Panzer der Abteilung zogen gegen Abend am Waldrand hart ostwärts Walburg unter 23 januar 1945 gegen 3 uhr werden die panzer der abteilung in den raum südlich von eschbach nachgezogen und längs der straße eschbach schweighausen zum angriff bereitgestellt gegen schweighausen vorgetriebene aufklärung ergibt dass der ort auch beiderseits der ortschaft der gesamten moderabschnitt vom feinde stark besetzt ist Verlauf des Tages auf rückwärtigen Straßen im Raum von eschbach wahlburg einsetzendes Artilleriefeuer zeigt, dass der Feind südlich des Moderabschnittes seinen Artillerieaufmarsch beendet hat und zur Verteidigung übergegangen ist. Die eigene Absicht, Schweighausen mit der gepanzerten Gruppe Hus im Handstreich zu nehmen, ohne den eigenen Artillerieaufmarsch abzuwarten, wird daher fallen gelassen. Die vorgeschobene Staffel wird im Laufe des Tages nach Reimersweiler vorgezogen, der Abteilungsgefechtsstand in Eschbach eingerichtet. Die Panzer der Abteilung werden am späten Abend um etwa ein Kilometer längs der Straße Eschbach-Schweighausen nach Norden verlegt, so dass sie in der Nähe von Eschbach am Waldrand gedeckt untergestellt werden können. Die Besatzungen beziehen Ortsunterkunft in Eschbach. 24. Januar 1945. Die Lage dem Vortage gegenüber unverändert. Am 24. Abends werden bei einer Kommandeursbesprechung bei der Division die Befehle zum Angriff für den 25. Januar ausgegeben. 25. Januar 1945. Die Abteilung hat Einsatzbereit: sieben Panther, vier Panzerjäger, ein Flakpanzer, ein Panzer IV und fünf Flammpanzer. Um die am Moderabschnitt errichtete Feindfront zu durchstoßen, Trifft die Division mit dem inzwischen nachgezogenen Panzergrenadierregiment 35 um 2 Uhr nachts zum Angriff auf den Moderabschnitt im Raum zwischen Neudorf südlich Merzweiler und Schweighausen in Gegend der Urbrückermühle an, mit dem Kampfauftrag für das Panzergrenadierregiment 35 in Gegend Urbrücker Mühle einen Brückenkopf über die Moder zu bilden. Die gleichzeitig vom 84. Korps rechts und links der Division angesetzten Angriffsunternehmungen über die Moder von der 47. Volksgrenadierdivision im Raum von Neuburg, von der 7. Fallschirmjägerdivision im Raum von Schweighausen scheitern. Nur der Angriff der 25. Panzergrenadierdivision gewinnt Boden, sodass in den frühen Morgenstunden der Brückenkopf in den befohlenen Ausmaßen gebildet ist. Das Pionierbataillon 25 ist eingesetzt, die an der Urbrückermühle über den Modeabschnitt führende Brücke wiederherzustellen. Die Panzer der Abteilung werden gegen 2 Uhr antretend in den Raum Forsthaus Zinzel Eisenbahnübergang nördlich der Urbrückermühle nachgezogen und dort für den Einsatz im feindlichen Hauptkampffeld bereitgestellt die für die Beendigung des Brückenbaus angesetzten Termine am 25.01.45 zwischen 8 und 9 Uhr können nicht eingehalten werden. Auch bringen die Misserfolge der Nachbardivision Schwierigkeiten für den Brückenkopf mit sich, da der Feind seine ganze Kraft in Gegenstöße auf den Angriffsstreifen der 25. Panzergrenadierdivision konzentriert. Auf der Feindseite wird noch am Tage neben der 42. amerikanischen Infanteriedivision eine neue amerikanische Panzerdivision festgestellt? Im Verlauf des Abends werden die Verluste im Brückenkopf so stark, dass gegen 23 Uhr die Zurücknahme des südlich der Moder eingesetzten Bataillons hinter die Moder befohlen wird. Hierzu, um den Übergang an der Urbrücker Mühle gegen nachdrängenden Feind offen zu halten, werden die Panzer der Abteilung ab 18 Uhr rechts und links des Modeüberganges nördlich der Moder so in Stellung gebracht, dass bei der Räumung des Brückenkopfes nachdringender Feind niedergehalten oder vernichtet werden kann. Am gleichen Tage wurde mittags die Leiche des gefallenen Kommandeurs der Panzerabteilung 5 Hauptmann Arndt von zwei Kraftfahrern der Versorgungsstaffel aufgefunden und noch am gleichen Tage geborgen und nach Neuweiler zurückgeführt. Leider endet hier das Kriegstagebuch der jetzt umbenannten Panzerabteilung 5. Wer weiter verfolgen will, was die Männer der Abteilung noch erlebten, müsste sich mal mit der Geschichte der 25. Panzergrenadierdivision auseinandersetzen. Soweit mir bekannt ist, kämpfen die Männer noch im Februar an der Oder und sogar noch im April an der Oderfront.